Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together. Wir haben wieder Extreme Zockt mit dabei. Hallo! Hallo! Und wir spielen zusammen Meadow. Ja, ihr seht schon, ist irgendwie ein ganz interessantes, niedliches und entdeckungsfreudiges Spiel. Wir wissen selber noch nicht so genau, was wir machen und was wir vorhaben und was man tun muss, aber wir werden das herausfinden. Richtig. Mal eine ganz andere Art und Weise von einem Spiel, was wir so noch nicht auf unserem Kanal gezeigt haben. Aber es sieht auf jeden Fall sehr knuffig aus. Ja, obwohl die Grafik ist ja gewöhnungsbedürftig so ein bisschen. Aber irgendwie ganz cool, ne? Es ist wirklich mal komplett anders als das, was man kennt. Ja, dieses zeichnerische, bisschen malerische. Genau. Sieht schon ganz cool aus. Ja, worum geht es eigentlich in diesem Spiel? Im Endeffekt geht es in diesem Spiel darum, dass man viel entdeckt, andere Tiere entdeckt und mit den Tieren interagieren kann als Gruppe oder halt alleine, so wie man möchte. Und man kann in die Rolle eines Tieres schlüpfen, wenn man genügend Erfahrungspunkte sammelt. Aber genau, wie das Ganze funktioniert, ich denke mal, das werden wir jetzt im Laufe der Zeit selber herausfinden und zeigen. Wir hatten jetzt unter... Oh, wir hatten Hallo jetzt... Hallo heißt das. Genau, das ist mein Hallo. Wir hatten jetzt vorab, bevor wir aufgenommen hatten, hatten wir eine Gruppe von Tieren gesehen. Die wollten, dass wir mitkommen, aber da waren wir noch nicht so weit. Wir wollten erst mal selber alleine starten und gucken. Genau. So, und ich bin der Frosch. Liegt daran, dass ich das Spiel schon mal angespielt habe und da schon ein bisschen Erfahrungspunkte gesammelt habe. Und das nächste Tier ist anscheinend der Frosch, in den man reinschlüpft. Und Extreme ist hier der Dachs. Ja, Dachs, würde ich sagen. Es sieht aus wie ein Dachs, auf jeden Fall. Und ich schlafe. Oh, ich will auch schlafen. Legen wir uns erstmal hin. Gute Nacht. Genau, zu viel. Das war zu viel jetzt. Das war zu viel. Ja, wollen wir mal los? Ja, Wo wollen wir hin? Du bist ja der Profi in diesem Spiel. Ja, total Profi. Ich folge dir unauffällig. Wir gehen einfach erstmal. Zumal es recht schwierig ist, dich zu sehen auf diesem Grünen. Ja, das glaube ich. Aber wir kommen ja nochmal in andere Gegenden und da sieht man mich bestimmt besser. Hoffe ich zumindest. Man kann auch schneller laufen. Ja. Und man kann springen. Das ist so niedlich irgendwie. Oh, eine Blumenwiese. Eine Blumenwiese, genau. Da müssen wir Ausschau halten, ob da irgendwelche anderen Blumen zu sehen sind. Ich habe jetzt so noch nichts gesehen, aber man sieht das ganz gut immer, was nicht da einfach so zur Struktur gehört, sondern was man einsammeln müsste. Also wenn du irgendwas Verdächtiges siehst, einfach Bescheid sagen. Oder einfach hinlaufen. Ich sehe einen Frosch. Das ist verdächtig. Ein Frosch. Ja, wo haben wir denn hier was? Jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber wir werden schon irgendwo irgendwas finden. Aber die Gegend sieht auch irgendwie total witzig aus. Irgendwie ganz cool. Glaubst du, dass bei diesem Riesenbaum was sein könnte? Bestimmt. Der wirkt ja ziemlich auffällig. Also der ist ja wirklich Gehen wir riesengroß. Doch mal hin. Gucken wir mal, was da ist. Und hallo Bäumchen! Wenn man das Mausrad gedrückt hält, dann kann man auch die Struktur jetzt zum Beispiel von der Windprinzessin sehen oder von anderen Tieren, die sich in der Nähe befinden. Dann kann man die dann besser ausmachen, weil ein Frosch kann man ja auch leicht übersehen, in diesem Fall gerade. Und da hinten, da waren auch Tiere, habe ich gesehen. Wenn du das mit diesem Modus da machst. Ja, da laufen ein paar umher. Ich weiß nicht, kann man da auch so eine Blume, müssen wir da mal gucken, wenn wir so eine Blume in Sicht haben, ob man die eventuell auch irgendwie dann auf den Radar sehen kann. Oh. Oh, ein Fuchs. Hallo Fuchs. Hey ho. Oh, der Fuchs ist ja cool, den kenne ich auch noch gar nicht. Kommst du mit? Was hast du gesagt? Oh. Und da zieht er weiter. Ja, denn alle anderen Tiere sind auch Spieler. Also es sind keine NPC-Tiere, sondern es sind dann auch Spieler. Genau. So wie wir auch. Genau, sind alle Spieler. Es gibt keinen Chat, sondern wirklich nur diese Emotions hier. Womit du Hallo sagen kannst, du bist traurig. Und ja, so weiter. Genau.
Ach, jetzt sehe ich das dich voll im Bild hier. Ja. Das meintest du vorhin. Der Baum ist aber cool. Wirklich gigantisch. Der ist wirklich gigantisch, ja. Aber hier ist nichts zum Einsammeln. Oder wir übersehen das einfach. Wir sind ja noch nicht so die Profis darin. Naja, eigentlich gar nicht die Profis. Ach, guck mal, das ist ein Dickicht. Da kann ich mich voll verstecken drin. Nicht, wenn ich das Mausrad drücke. Aber hier sind wieder andere Blumen. Aber hier kann man nicht interagieren. Nee, also wenn, dann ist es eine Blume, die siehst du auf jeden Fall. Die hebt sich wirklich von den anderen dann ab. Also sind dann wirklich oder ganz auffällige Objekte. Ja, genau. Also nicht ganz auffällig, aber recht auffällig. Ich glaube, es kann auch so ein kleiner Busch, nee, nicht Busch, so ein, na, wie nennt sich das? Ein kleiner Baum oder so, glaube ich. Gibt's auch? Ja, mit dem Frosch rumzulaufen ist ein bisschen seltsam. Was ist denn das hier vorne? Ist auch ein Tier. Was ist denn das? Was bist du denn? Was ist das denn? Ein Hirsch? Okay. Oh, was ist das denn? Ach, das ist bestimmt so ein Ziegenbock oder so. Und hier ist ein Hase. Ja, ein Hase. Hallo. Wie geht's euch so? Fragezeichen, was wollt ihr? Was? Achso, die wollen auf den Berg oder was? Der Hase ist ja super. Ja. So. Manche haben natürlich hier schon voll den Masterplan von den Tieren. Also die Leute, die das schon öfters gespielt haben, die wissen natürlich, ah, wir müssen jetzt hier und dahin und fragen dann halt, wollen wir in der Gruppe gehen? Aber wir kennen uns ja noch gar nicht aus. Ach, genau. Jetzt macht der Hirsch hier auch. Oh. Das sieht aus, als wenn du erstmal an den schnupperst. Der bellt voll, ne? Ein Hundehirsch. Was war das denn? Hast du das gehört? Ja. Was ist hier los? Ein Adler oder so? Nee. Was ist das? Ach, das ist auch. Bring dich an. Wer bist du? Das sind aber sehr seltsame Geräusche, die die Tiere da von sich geben. Der Hase denkt sich nur Fragezeichen. Kommst du mit zum Berg? Er will zu einem Berg. Kennst du eine Blume? Blume? Blume, Blume? Wir suchen eine Blume. Heißt das ja? Ich glaube, der Hase ist genauso planlos wie wir so ein bisschen, ne? Ja, obwohl, der muss ja schon mehr Erfahrungspunkte gesammelt haben, weil er schon einen Hasen hat. Oh, wir brauchen eine Blume. Ja. Blume und Fragezeichen. Die wissen auch nichts. Oh, ich will auch so ein echt großes Tier sein. Ich auch. Aber die sehen echt cool aus. Ja. Also das gefällt mir wirklich gut. Ich habe gelesen, man kann irgendwie die Charaktere dann später wechseln. Ich weiß nur nicht so richtig wie. Die Geräusche sind aber echt verstörend irgendwie. Bisschen, ja. Der Hase hat auch schon Angst. Traurig. Ihr habt komische Geräusche. Geräusche? So, ich glaube. Das ist noch ein Frosch. Ich könnte mir das den ganzen Tag irgendwie angucken. Ja, jetzt schneit sogar und der Hirsch steht mittendrin. Okay, wollen wir weitergehen? Ja, ich denke schon. Also, es war nett, hier mal andere Kollegen zu treffen, aber genau. Wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr sehen von der Welt. Genau, weil es gibt wirklich sehr viele verschiedene. Wie nennt sich das? Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Biome? Biome, genau. Aber ich sehe es schon hier an diesen Pflanzen hier. Die sind. Oder Bäume. Ich glaube, der Frosch folgt uns. Der Hase auch. Oh, da ist doch ein Hase. Hallo, Hase! Ach guck mal, jetzt hat der Hase einen Hasen gefunden. Und du dein Froschpartner. Ich habe einen Froschfreund, ja. Jetzt fehlt nur noch ein Dachs. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach erstmal geradeaus. Ja, und die folgen uns. Gut, dann machen wir das halt so. Ich habe einen Frosch hier. Die denken wahrscheinlich, wir hätten voll die Ahnung. Ah, ja. Was ist das da? Da ist eine Blume. Da ist eine Blume. So, jetzt mach ich mal. Nee, die sieht man so nicht. Oh, ja. Oh. Essenz 5. Genau. Die sammelst du dann einfach so ein. Und ja, dann hast du deine Erfahrungspunkte. Da steht ja, ich habe jetzt 295 Essenzen. Und dadurch schaltest du dann halt mehrere Sachen frei. Okay. Nach und nach. Da, der hat, glaube ich, eine Blume gewittert.
Ich habe 5 Essenzen. Das ist ja gut schon Da siehst du. vorgespielt. Ja, da hat tatsächlich eine Ah, Blume eine gefunden. Blume. Oh, 10 Essenzen. Also man kriegt immer 5 dazu. Sieht so aus. Aber es gibt auch zum Beispiel unter Steinen, da gibt es auch Essenzen. Und die kann aber dann nur ein großes Tier kaputt machen. Also wo ich das da einmal, ich habe eine halbe Stunde gespielt gehabt. Und wenn so Adler da sind, deswegen werden denen immer gefolgt, weil die wunderbar diese großen Steine einfach kaputt schlagen können. Okay. Und da gibt es dann halt richtig viel Essenzen Ach, da für. ist noch eine Blume. Yay! Da vorne auch wieder. Sehr schön. Der Hase hat noch eine gefunden, da hinten. Oh, man findet ja doch dann relativ schnell die Ja, Blumen. stimmt. Oh, die Musik verändert sich. Das heißt, wir kommen bestimmt in ein neues Biom rein oder so. Ich muss nur dich im Blick behalten, weil es ist ja auch kein Name oder so drüber. Ja. Ich hoffe, du bist der Frosch da vor mir. Nö, ich bin da hinter dir. Okay, gut. Oh, aber der Hase freut sich. Ah, oh, dann freue ich mich auch. Also, es ist schon niedlich gemacht, definitiv. Ist schon witzig. Wie Auf jeden vielfältig das Fall. sein wird und inwiefern wie viel wir zeigen können, das werden wir im Laufe der Zeit natürlich sehen. Gerade Genau. ist ja noch alles Neuland. Genau, da müssen wir mal gucken. Müssen auch gucken, wie viele Folgen das denn überhaupt werden. Da haben wir auch noch gar keinen Plan. Richtig. Hier ist noch mal eine Blume. Oder? Ist das eine Blume? Blume? Nee, Ja, das ist eine doch. Blume. Noch eine Essenz. Und da vorne, da ist irgendein anderes Tier. Oh, jetzt gehe ich komisch hier. Ja, mein Frosch eiert manchmal ein bisschen rum. Ja, es gibt manchmal so minimale Lecks, die habe ich dann auch ab und zu, dann ist der Gang Ja. so ein bisschen komisch. Aber hier Da sieht das schön hinten. aus mit dem See, oder ist das ein Fluss? Gute Frage. Ich, sieht Oh, hier ist eine Blume. Fluss aus, ne? Du. Wo bist du hin? Weiter vor wahrscheinlich. Bei dem Fluss. Okay, warte, da bin ich noch nicht. Ich komme. Ah, da, ja. Ich sehe dich springen. Da Blümchen. vorne ist nochmal eine Blume. Ja, du kannst auch schwimmen. Da passiert ja auch überhaupt nichts. Okay, ich sehe schon, die beiden anderen sind vorgegangen. Die wollen zu dem Berg da vorne. Der eine wollte sowieso die ganze Zeit zu dem Berg. Ja. Das ist ja Oh, der kann niedlich. aber sehr gut schwimmen, der Frosch. Ja. Ich sehe schon, da ist ein komischer Stein da vorne. Oh ja, siehst du? Der ist kaputt gegangen. Ah, den haben sie auch so kaputt gekriegt. Sehr cool. Das ist denn so eine Riesenessenz. Mal gucken, wie viel gibt das? Also, 50? 50. der Dachs ist noch sehr langsam im Schwimmen, aber ist ja klar, ist ja kein Frosch. Genau. So, oh ja, das gab ja richtig gut dazu. Schön. Da freut er sich. Ja, wir nicht eine wunderschöne Tiergruppe hier. Ja, ungewollt sind wir dann doch zu einer Gruppe geworden. Hat sich Ja, dann stimmt. spontan ergeben. Aber das liegt auch Stimmt. daran, weil man halt nicht kommunizieren kann, außer halt mit den ganzen Icons, die wir zur Verfügung haben. Ja. Genau, da kann man zumindest nicht sagen, oh, verpiss dich oder irgendwie so, oh, du Noob, du findest ja gar nichts. Richtig. Hat auch seine Vorteile, definitiv. Genau. Und vor allem vernichtet das dann nicht so sehr die Atmosphäre des Spiels, weil das lebt ja irgendwie von dieser Niedlichkeit und von dieser Tierverständigung. Ja, genau. Da stimme ich zu. Da hast du recht. So, jetzt kommen wir in ein anderes Biom. Das sieht ja auch mega aus. Sieht so herbstlich aus. Ja, oh, das. Hat er einen Stein gewittert? Ja, das ist Ja. bestimmt wieder so ein Stein. Ah, ja. Ein Megastein? Wie soll das denn funktionieren mit den Steinen? Ja, gute Ich Frage. glaube, du musst so und so viele Tiere da haben. Ach so. Dann geht dieser Stein kaputt. 4 Tiere, glaube ich, müssen es sein. Nee, Aber wir sind doch sind ja vier. vier. Boah, ich laufe total komisch mit dem Fröschlein. Jetzt lauf doch mal dahin. Okay, ich bagge mich gerade dem Stein hoch. Siehst du das auch? Warte.
Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Vielleicht muss man einfach nur da oben hinkommen. Irgendwie. Weil das so leuchtet. Also bei mir leuchtet jetzt der dritte bis dahin, wo du hinkommst. Das weiß ich nicht. Wo sind denn die anderen Tiere jetzt? Sind die weg? Die wollen es nicht weiter versuchen. Okay, dann können wir den wahrscheinlich nicht öffnen. Ich glaube dafür, also diese Symbole, die da drauf sind, das sind ja auch die, die wir auf der Map haben. Ja, stimmt. Okay, naja. Ziehen wir mal weiter. Mal sehen. Aber da ist eine kleine Blume daneben. Hier. Eine weiße. Ja. Spring Florist Errungenschaft habe ich dafür bekommen. Okay. Ach, da sind die anderen wieder. Ah. Oder zumindest der Frosch. Ja. Das Biom sieht richtig cool aus. Die Strukturen irgendwie total hübsch. Vor allem jetzt erkennt man dich auch viel besser hier. Ja, stimmt. Jetzt bin ich nicht mehr eins mit der Natur. Das hier ist bestimmt auch so ein Stein. Dachte ich auch erst, aber ist es doch nicht. Hm. Sah auf dem ersten Blick so aus. Die Steuerung ist auch echt gewöhnungsbedürftig. Ja, und mit der Kamera die Sicht zu ändern, das ist auch noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Alles ein wenig gewöhnungsbedürftig. Oh, was ist denn das da links? Oh ja, was ist das denn? Pilze oder sowas. Oh. Oh. Soll man da reinlaufen? Anscheinend passiert nichts. Oh ja, tatsächlich. Es ist einfach nur witzig, alles klar. So amüsieren sich die Tiere heutzutage. Richtig, rennen durch Pilze. Dann pufft das so lustig. Aber man sieht halt immer wieder auf der Karte, wenn man mal eben diesen Radar anschmeißt, es sind halt immer Tiergruppen unterwegs, mehr oder weniger. Weil wahrscheinlich das der Grund ist, weshalb man nur in Gruppen halt diese Steine öffnen kann. Oh, hier ist ein kleiner Bach. Genau, das denke ich mir auch. Oh, endlich mal wieder Wasser. Endlich mal wieder Wasser für meine trockene Froschhaut. Und der Hase. Aber der Hase. Ja, wollte ich gerade sagen. Der Hase findet das lustig. Und wir wissen ja noch gar nicht mal, wie groß dieses Spiel ist. Also von der Größe dieser Karte, von diesen Biomen und allgemein ja, sowas. Ja, genau. Da habe ich auch keine Ahnung, wie groß das sein könnte. Und wir wissen auch nicht, wo es jetzt so einen Hotspot geben könnte, wo jetzt die meisten Sachen sind. Das wissen wir alles halt noch gar nicht. Nee, da müssen wir nochmal schauen. Kann man hier hoch? Ja, anscheinend ja. Was für schöne Berge. So bunt. Geht auf jeden Fall höher. Ich find's auf jeden Fall echt kreativ, muss ich sagen. Definitiv. Das auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Hier ist ein bisschen neblig so. Oh, guck mal, da hinten ist ein Baum. Der sieht ja auch ganz interessant aus. So in der Ferne. Zu den. Ach so, diesen kahlen Baum da hinten. Ja, da ganz hinten. Wo ist denn unser Hasenfreund? Ich weiß es nicht. Hier geht es auf jeden Fall tief runter. Kriegt man Fallschaden? Glaube nicht. Ich probiere es mal aus. Ich bin aber nicht sicher. Oh, das hat geklatscht, und? Aber ich lebe noch. Okay, ich komme runter. Bam. Wow, okay. Hier sieht es echt ein bisschen düster aus. Ja, wo bist denn du jetzt? Ich bin nicht weit voraus. Ich bin eigentlich ein paar Meter nur vor dir, mehr oder weniger. Ich glaube, ich sehe dich. Ja, ich bin auch da. Yay. Ach, da vorne. Ich glaube, da ist was zum Sammeln. Oder? Ah, okay. Sieht so aus. Ja, ist es auch. Schön Essenzen. Ich muss erstmal die Kurve hier kriegen. Wo sind denn unsere Kollegen? Die sind, glaube ich, 20. Etwas weiter voraus. Kann man ja mit Mausrad. Ah, da sehe ich die. Ah, ich sehe auch, ja. Wenn die das sind. Ja, müssten die sein. Die sind ja nicht sehr weit vorausgegangen. Die haben auf jeden Fall einen Stein entdeckt. Und die sehen. Das ist schon mal gut. Pilze. Ich sehe ihre Icons über den Kopf. Ah, da ist ein Stein. Den haben sie kaputt gemacht. Voll zerstört. Das ist ja ein anderer Dachs. Yay, ich habe noch einen Dachs gefunden.
Und das ist auch ein anderer Frosch in einer anderen Farbe. Ich habe einen neuen Skin. Cool. Was hast du denn? Oh, ich auch. Was ist das? You unlocked a new skin, habe ich auch. Ja, jetzt fragt er mich, ob ich den wechsle. Oh, ich wollte ihn eigentlich gerade wechseln und schon. Would you like to change into a new skin? Ja, mache ich doch mal. Da bin ich jetzt mal gespannt, was ich jetzt bin. Ich wollte es eigentlich gerade auch machen, aber dann. Ach, ich bin nur ein roter Frosch. Hey, das ist ja gemein. Ich wollte es gerade auch wechseln und dann war es auf einmal weg. Aber ich glaube, wenn du das Spiel später startest, so neu, dann kannst du das wechseln irgendwie. Ja, ich habe jetzt zwar unter PE habe ich Skin und sowas stehen, aber da kann ich nichts wechseln, leider. Egal, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber was für den einen oder anderen. Wir müssen sowieso mal einen klitzekleinen Cut machen. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Das ist nämlich schlimm für den einen oder anderen. Genau. Ich scroll mal dichter ran. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Der Stein ist auf einmal wieder gespawnt. Ich habe mich voll erschrocken. Können wir den kaputt machen? Nochmal neu kaputt machen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich weiß es allerdings auch nicht. Keine Ahnung. Wo sind unsere Freunde? Wir brauchen Hilfe. Also bisher sind wir eher da bei den Steinen. Ach, guck mal, was läuft. Aha. Okay, was ist jetzt, was hast du getan? Ich habe gar nichts getan. Ich habe nur hier das gemacht. Vielleicht ging das dadurch kaputt. Ich weiß Kann es sein. Nicht. Keine wir können Ahnung. Ja dann mal warten, der spawnt ja bestimmt wieder neu. Richtig. Vielleicht. Man weiß es nicht so genau. Okay, ich würde aber sagen, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Ja, ist auf jeden Fall sehr witzig. Definitiv. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen. Tschüss.